Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Das Honor 50 können wir natürlich auch mit unserem Fingerabdruck entsperren und wir schauen uns heute mal zusammen an, wie wir so einen Fingerabdruck eingerichtet bekommen. Viel Spaß dabei! Jo, wir wollen jetzt mal beim Honor 50 unseren Fingerabdruck einspeichern. Vielen Dank einmal an die Firma MySwoop, die hat uns dieses Gerät nämlich zur Verfügung gestellt, damit wir unsere Videos damit drehen können. Also, um einen Fingerabdruck einzuspeichern, aktuell haben wir noch keinen eingespeichert, gehen wir in die Einstellung und gehen da zu dem Bereich Biometrie und Passwort. Biometrie bezieht sich ja auf Face ID oder Face Unlock, wie es glaube ich hier heißt, Face Scan, so, und eben Fingerabdruck ID. Wenn wir das auswählen, dann müssen wir diesen Bereich einmal mit unserem bestehenden Passwort oder Muster oder was auch immer ihr da habt, also eurem Sperrtyp, einmal freischalten. In unserem Fall ist das viermal die 0 und dann bin ich da auch schon drin. Und sehe jetzt hier, wofür ich den Fingerabdruck nutzen kann. Ich kann das Gerät damit entsperren. Das ist ja das, was wir gleich machen wollen. Ansonsten kann man eben noch damit auf den Tresor zugreifen, wo ja Passwörter drin sind, oder auf die App-Sperre zugreifen, Nutzernamen und Passwörter automatisch ausfüllen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Und genau, hier unten haben wir noch ein paar interessante Informationen. Drücken Sie beim Registrieren oder Bestätigen des Fingerabdrucks kräftig auf den Bildschirm. Also wir haben hier einen In-Display-Touch. Deswegen aufs Display drücken. Ein Bildschirmschutz von Drittanbietern oder Schmutz auf dem Sensorbereich können zu Problemen beim Entsperren führen. Ist klar, wenn ihr hier irgendwie irgendwas drüber geschmiert habt oder wie gesagt irgendeine Schutzfolie habt, deswegen von Drittanbietern, die jetzt mal, keine Ahnung, eigentlich sollten die alle funktionieren, aber kann ja, wer weiß was mit sein, zu dick oder sonst was. Luft drunter, könnte ich mir vorstellen, ist auch nicht gut, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Wenn Ihr Finger zu trocken ist, funktioniert die Fingerabdruckerkennung möglicherweise nicht. Das Gleiche gilt auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man handwerklich viel macht und zum Beispiel sich mal mit Schleifpapier da ein bisschen über die Fingerkuppe geschliffen hat, dann ist das auch nicht so ganz einfach. Deswegen, da zählen noch andere Punkte zu. Wahrscheinlich auch zu fettig ist wahrscheinlich auch nicht so hilfreich. Er muss ja immer praktisch ja eure Fingerlinien erkennen können. Für schnelleres Entsperren wird beim Drücken des Fingerabdrucksensors bei ausgeschaltetem Bildschirm gleichzeitig Face-Scan aktiviert. Okay, genau, wenn das Display praktisch dunkel ist, dann ist gleichzeitig eben Face-Scan aktiv. Während der Bestätigung des Fingerabdrucks werden die Bildschirmhelligkeit und die Farbeinstellung kurzzeitig geändert. Okay, meinetwegen. So, Gerät entsperren, das wählen wir jetzt mal aus. Und jetzt sehen wir schon, wie das Ganze funktioniert. Fest auf den Fingerabdrucksensorbereich drücken. Ihr Fingerabdruck ist möglicherweise unsicherer als eine sichere PIN oder ein sicheres Muster. Fingerabdruckdaten werden verschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Ja, das noch zur Info nebenbei. Wir sagen jetzt mal Fingerabdruck registrieren. Und bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis. Ein Bildschirmschutz von Drittanbietern, ja, haben wir eben schon gesehen. Alles klar, nicht erneut erinnern. Okay, und jetzt sehen wir hier, wo wir unseren Finger hinlegen müssen. Und zwar hier auf diese Schaltfläche. Und das mache ich jetzt ein paar Mal. Wie gesagt, fest auflegen sollen wir. Und jetzt sehen wir schon, hier zeigt er einem auch, welchen Bereich er erkennt. Ich gehe jetzt hier einmal sozusagen im Uhrzeigersinn. Und das Ganze ist schon fertig, beziehungsweise jetzt einmal noch die Seiten. Man kriegt immer so ein kleines Vibrationssignal als Feedback. Das kriegt ihr jetzt natürlich nicht mit. So, Seiten des Fingerabdrucks registrieren. Achso, da links noch, alles klar. Da nochmal. Okay, er blinkt jetzt nochmal da, was er haben will. Also nochmal richtig die Ränder mit aufnehmen und jetzt ist das Ganze erfolgreich registriert. Super. Fingerabdruck 1 registriert. Und ich kann jetzt diesen Fingerabdruck ID 1 praktisch umbenennen. Das ist für mich ziemlich irrelevant, das guckt man sich eh nicht wieder an. Und kann hier eben OK drücken. Deswegen, ich drücke jetzt hier auf OK. Und jetzt hatten wir eben schon Face-Scan einrichten. Wir lassen das mal weg, brauchen wir nicht unbedingt. Und dann probieren wir das Ganze doch mal aus. Wir sperren das Gerät jetzt einmal und entsperren. Und jetzt sehen wir, taucht auch hier diese Schaltfläche auf. Die war vorher gar nicht da. Und da lege ich jetzt mal meinen Daumen drauf. Und das Gerät ist sofort freigeschaltet. Das ist natürlich super. Und das Ganze kann man jetzt natürlich nochmal machen. Man kann noch weitere Finger hinzufügen, den Bereich wieder mit der Sperre frei machen sozusagen. Und jetzt haben wir hier Fingerabdruckliste 1 von 5. Wir können jetzt hier neuer Fingerabdruck hinzufügen. Fingerabdruck identifizieren. Okay, und hier sehen wir Fingerabdruck ID 1 haben wir schon drin.
Wenn wir jetzt den nächsten machen, würde ich sagen, nimmt man einfach den linken Daumen zum Beispiel. Kann ja sein, dass man das Gerät nicht immer, wie ich meistens, in der rechten Hand hält, sondern auch mal in der linken. Oder wenn es auf dem Tisch liegt, so wie ich das eben gerade gemacht habe, ist das ein bisschen umständlich, wenn man die Hand so hochbiegen muss. Da ist es dann auch praktisch, wenn man einfach mit dem Zeigefinger zum Beispiel da einmal drauf tippen kann. Deswegen würde ich schon vorschlagen, auf jeden Fall mehrere einzuspeichern. Es kann ja auch mal sein, was ich eben sagte, dass ihr einen Finger, dass er den nicht erkennt, weil, keine Ahnung, zu trocken, abgeschliffen, wie in meinem Fall, oder sonst was. Dann habt ihr vielleicht noch den anderen, mit dem ihr das dann eben frei bekommt. Ansonsten gilt ja auch immer die PIN. Deswegen, das ist ja so eingerichtet, wenn ihr ein paar Mal das mit dem Fingerabdruck probiert und das nicht klappt, ich kann das ja einmal demonstrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den auflege, den ich gar nicht eingespeichert habe, dann sagt er mir irgendwann wahrscheinlich, dass ich meine PIN eingeben muss. Da. Jetzt habe ich jetzt probiert und er sagt, okay, funktioniert nicht, nimm deine PIN. Die bleibt ja immer bestehen. Das heißt, ihr könnt mit euren Fingern machen, was ihr wollt, solange ihr da eben immer diese PIN noch drin habt, was ihr gar nicht ändern könnt, dann kriegt ihr auch euer Gerät immer freigeschaltet. So. Genug erzählt, ihr wisst jetzt Bescheid, wie das geht. Auf jeden Fall mehrere Finger einspeichern. Dann könnt ihr euch natürlich auch die umbenennen, dann macht es vielleicht Sinn, wenn ihr da jetzt Fingerabdruck-ID 1, 2, 3, 4, 5 stehen habt, wisst nachher nicht mehr, welcher Finger ist. Aber ganz ehrlich, wann ändert man die mal oder wann muss man das wissen? Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, den am besten, mit dem ihr eure Fingerabdruck-ID eingegeben habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss! Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.